Ja Leute, ich bin's wieder, TortenTV am Start. Heute gehen wir mal auf den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, das ist die Sache mit dem Fuchs. Da gehen wir jetzt einmal ein bisschen drauf ein, was ihr davon halten tut. Gut, in der Szene wird der Fuchs, ist der Fuchs angelernt. Ich lasse alles noch ein bisschen langsamer laufen, dann sieht man es besser. In der nächsten Szene haben es bei dem Fuchs die Füße gefesselt, alle vier. Hier versucht der Fuchs den Pfeil rauszuziehen. Bei der nächsten Szene sieht man, dass der Fuchs eingefroren ist, also tiefgefroren ist. Die haben halt einfach das Set abgebaut und am nächsten Tag angefangen und irgendwann in der Nacht ist halt der Fuchs gestorben. Also ist meine persönliche Meinung, oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon halten tut. Jo, das war's eigentlich wieder. Ciao.